Hallo, also da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen euch ja jetzt das Stadionbauer-Denkmal zeigen. Also, dann kommt mal mit. Wir haben ja schon in den anderen Folgen gelernt, dass Union schon seit 1920 hier an diesem Standort Fußball spielt und dass Union immer auf die Hilfe der Fans bauen konnte. Dieses Stadionbauer-Denkmal hinter mir oder auch Stadionbauer-Dankmal ist ein großartiges Zeugnis von so einer Aktion. Das Stadion gehört ja der Stadt Berlin. Die hatten dann nach der Wende jahrzehntelang nichts gemacht und das Stadion ist mehr und mehr verfallen. Dann hat der DFB irgendwann gesagt, Leute, ihr dürft hier nicht mehr spielen. Dann hat Union gesagt, ja, wo sollen wir denn spielen? Dann hat Berlin gesagt, na ja, ein Sportpark, da könnt ihr doch wunderbar spielen. Da haben wir Unioner gesagt, ey, Moment mal, wir spielen seit 1920 hier. Wir werden nicht in ein Stadion gehen, wo unser Lieblingsfeind 10 Meisterschaften gefeiert hat. Wir wollen weiter hier Fußball spielen. Es wurde demonstriert, es wurde verhandelt. Am Ende durften wir das ganze Gelände pachten für, glaube ich, 99 Jahre. Aber den Ausbau müssten wir in Eigenregie übernehmen. Und da war unser großes Glück, dass unser Präsident eine Betonfirma hat und der Vizepräsident eine Stahlfirma. Wenn wir 2 Teppichhändler gehabt hätten, dann hätten wir ein Problem gehabt, weil die beiden Jungs haben gesagt, wir bauen das aus. Aber Arbeitskräfte sind sehr teuer, da müssen wir auf die Fans setzen und damit haben sie aufs richtige Pferd gesetzt, nämlich 2333 Leute haben fast ein Jahr lang an diesem Stadion gebaut und alle, die irgendwie da mitgearbeitet haben, ob sie richtig gearbeitet haben, ob sie Stullen geschmiert haben, ob sie das Stadion nachts bewacht haben, ob sie gespendet haben, Geld oder Werkzeuge oder Kuchen und Kaffee gebracht haben, wie die berühmte Fußballmutti Melina, denen ist dieses Stadionbauer-Denkmal gewidmet. Und alle Namen stehen hier auf diesen Stahlplatten. Und was da alles rangespeist ist, das ist wirklich aus der Stadionbauerzeit. Das wurde wirklich, haben wirklich Leute in der Hand gehabt und damit hantiert und gearbeitet. Ne? Nur der Helm kam dann dazu. Und so einen Helm hat dann jeder Stadionbauer beim Eröffnungsspiel gegen Hertha bekommen. Ein bisschen kleiner natürlich. Und dann hat man viele leuchtende rote Punkte im Stadion gesehen und darunter stolze Gesichter, weil es ist sowas Geiles, ein eigenes Stadion gebaut zu haben. Ich war dabei und ich würde sofort wieder ein neues Stadion bauen. Also dasselbe natürlich. Gut, weiter macht Matti am Gästeblock. Ja, und jetzt sind wir hier tatsächlich noch in so einem geheimen Bereich. Das Tor hinter mir ist der Zugang zum Biergarten Wuhle-Seite. Das heißt, dem Bereich der Union-Fans. Und jetzt sind wir hier in dem sogenannten Pufferblock. Puffer kommt daher, da das der Bereich zwischen den beiden Fangruppen ist. Hier die Unioner. Und jetzt gleich der Gästebereich. Nach den Regeln der Fußballliga müssen die Fans voneinander getrennt werden. Das müssen wir hier im Stadion auch umsetzen. Und das tun wir hier in dem Bereich. Hier gibt es gar keine großen Überraschungen bei dem Geheimnis. Hier gibt es ein Lager für dies und das. Hier haben praktisch die Platzwerte ihre Materialien gelagert. Hier steht mein Sanitätswagen und hier hat der Brezelbäcker seine Brezelbude. Und jetzt sind wir schon nach ein paar Schritten im Bereich der Gäste, der am Spieltag den Union-Fans nicht zugänglich ist. Und den können wir uns gleich mal hier anschauen. Es sieht wohnlich aus. Es gibt hier, wenn Spiele stattfinden, Sitzgelegenheiten. Es gibt hier warme und kalte Getränke. Alle Services, die unsere Unioner haben, haben auch unsere Gäste hier im Stadion. Wenn wir bei den Geheimnissen sind, von außen haben wir es ja schon ein paar Mal gesehen. Das ist der Gästebereich. Bereich für 2400 Menschen. Union ist ein großzügiger Verein. 2200 Karten müssten wir abgeben. 2400 geben wir ab. Reiner Stehplatzbereich und wir haben noch nie Beschwerden gehört, dass sie sagen, oh, wir würden lieber sitzen bei euch. In diesem Gästebereich haben wir drüben 2 Capo-Podeste gebaut, damals zum Eröffnungsspiel. Es gibt tatsächlich hier eins. Hier ist es nicht nötig, dass der Vorsänger im Zaun rumklettert und vielleicht abstürzt oder irgendwas. Hier gibt es ein echtes Capo-Podest. Hier sorgen wir dafür, dass die Gästefans, häufig die Ultras der anderen Vereine, ihre Choreografien mitbringen können, dass sie es vorher ausmessen können, dass sie es einbauen können und wir wollen da auch hilfreich sein und wollen diesen Teil der Fußballkultur genauso beisteuern wie eine anständige Bratwurst, wie ein richtiges Bier und all die Dinge, die man zum Fußball braucht, die dazugehören. Wir sind sicherlich in einer guten Verbindung zu den Fanbetreuern der anderen Vereine und wollen gute Gastgeber sein und wollen am besten so empfangen werden, wie wir unsere Gäste empfangen. Das hier mal Statement aus dem Gästeblock. Das war's dann für dieses Mal. Beim nächsten Mal sehen wir uns mit Lopez wieder. Dankeschön.